bin David Zavada, MMA-Fighter. 28 Jahre werde ich dieses Jahr. Und ja, willkommen bei X-Shop. Ich bin durchs MMA gekommen, durch meinen Bruder Martin Zavada, ist auch für einen bekannten MMA-Veteran. Ich trainiere hier im UFD-Gym, also hier in University Fighting of Düsseldorf. Angefangen hat das alles 2013, da hat das noch klein angefangen. Der Sport hat mich schon immer geprägt. Früher war es Fußball. Ich habe auch vor dem MMA zum Beispiel K1 gerne geguckt. Früher war auch die Grand Prix da bekannt. Mit Remy Bonjavski und den ganzen Namen, Peter Arz und so weiter. Das hat mich geprägt, deswegen spiegelt mich das auch ein bisschen beim MMA, dass ich so der Striker bin. Bei mir hat Striken halt sehr geprägt. Ich trainiere seit knapp 10 Jahren jetzt. Seit knapp 10 Jahren bin ich am Trainieren. Die Entwicklung von MMA, finde ich, hat sich zum Positiven auf jeden Fall steigert sich. Jetzt nicht wie man, also ist noch kein Durchbruch. Ist auf jeden Fall kein Durchbruch in Deutschland. Da sind noch viele Medien gegen uns. Und ich denke, da fehlt noch der TV-Deal, damit es auch neutrale Leute sehen, die kein Interesse dafür haben, weil zurzeit bewegt sich das immer noch auf dieser Schwelle. Leute, die sich für Kampfsport, sprich MMA interessieren, nur die haben ein Blickfeld auf das und da die sagen ein, zwei Leuten, schau mal hier vorbei. Aber so neutrale Leute, wenn ich zum Beispiel zu Hause sitze und durch TV snappe, sage ich mal, dann regt mich da nichts an. So. Und ich finde, das fehlt noch, diese... Ich weiß selber nicht, wie man das nennen soll, aber auf jeden Fall ein TV-Deal müsste auf jeden Fall her. Zurzeit kämpfe ich auch bei KSW. Ich habe auch schon hier in Deutschland gekämpft. Und um den Unterschied zum Beispiel jetzt mal groß zu machen, wie weit MMA in Deutschland ist. Also KSW hat ja schon einen Deal, im Fernsehen zu sein und mit großen Sponsoren zusammenzuarbeiten. Und das ist boomt da mega. Also das ist von Zuschauern auf jeden Fall... voll, das Stadion ist voll, wie hier Fußballstadien ausverkauft sind. Und auf jeden Fall, ich sag mal, von der Show her ist das ein sehr großer Unterschied. Top ausverkauft die Hallen, zwischen 15.000 bis 20.000 Zuschauer. Und ich weiß nicht, was der Livestream war, mal knapp bei 1 Million. Die expandieren, ich habe da zuletzt in Irland gekämpft. Auch eine schöne Erfahrung, war ich noch nie, würde ich auch niemals denken, dass ich nach Irland möchte. So durch den Sport auch. Vom Trainingspensum, denke ich, bewegen sich viele Gyms hier in Deutschland schon auf gleicher Ebene. Also da sogar, wenn ich würde sogar uns behaupten, dass wir besser sind als ein paar Top-Teams in Polen, wenn ich das mal so rausnehmen darf. Aber wir sind auf jeden Fall, machen einen guten Job, kämpfen ja auf dieser Ebene. Jetzt 3 Leute, Roberto, ich, der Anton und sogar 4, Martin, also 5, Entschuldigung, der HTF auch noch dabei, steigert sich, ja. Je länger ich die Sportart gemacht habe, habe ich auch gemerkt, wie mich das menschlich verändert hat. Dass ich Respekt zu den anderen gefunden habe. Der Sport ist ja an sich ziemlich hart, ist auch vielfältig. So lernt man andere Facetten kennen, wie das Ringen, Thai-Boxen, Boxen, Jiu-Jitsu. So Sportarten kannte ich gar nicht, hatte ich gar nicht in meinem Kopf. Ich kannte nur halt das Boxen und Kickboxen. Und ja, ich finde, MMA hat eine Bedeutung, sehr große Bedeutung für mich in meinem Leben. Hat mich zu einem besseren Menschen gemacht, auf jeden Fall. Und ja, dafür bin ich dem Sport auch sehr dankbar und möchte den halt so gut wie möglich nach außen zeigen. Oh!
So ist es. Abus ist schwach. Ja. Abus ist schwach. Ja. Abus hat nur Rücken wie 1 Million Dollar. Ja, ey, bei Abus mit Lockertraining, ja, bis zu Kampf. Muss 1 Million Dollar geben.